Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 14. September, mein 132. Pilgertag. Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr. Ich stehe vor dem Hotel Alpha und mache mich auf den Weg. Der Himmel ist klar und es sind 17 Grad und vor mir liegen heute ungefähr 20 Kilometer. Edessa liegt auf einem Felsplateau hoch über der Ebene. Ich bin jetzt in 4 Kilometern in einem großen Bogen steil hinab in die Ebene gefahren und bewege mich jetzt auf der vielbefahrenen Via Ignatia, die zum Glück aber einen recht breiten Randstreifen hat. Nach 5 Kilometern habe ich die vielbefahrene Straße verlassen, bewege mich jetzt hier auf dieser schmalen Nebenstraße weiterhin schön bergab. Ich laufe an der Hügelkette entlang, auf der auch Edessa liegt, und es geht mäßig den Berg hinauf. Eine schöne Gegend, durch die ich jetzt hier rolle, und es geht jetzt, nachdem ich hier den Berg hochgestiegen bin, zum Glück wieder bergab. Es ist kurz vor 10 Uhr, 9 Kilometer liegen hinter mir und ich fahre jetzt hier auf dieser Schotterstraße, die zum einen laufend Berg angeht, zum anderen vor allen Dingen sich sehr schlecht mit dem Monowalker fahren lässt. Es ist eine sehr große Reibung, sehr große Rollreibung vorhanden. Es ist sehr mühsam. Ganz in der Ferne Hundegebell, sonst nix. Und hier eine Kirschplantage, die auch bewässert werden muss, damit es was wird. Bin gleich oben und dann schauen wir weiter. So laufe ich meiner Wege. Hier auf diesem unter mehr oder weniger Feldweg. Das geht wenigstens gerade mal nicht berghoch. Bin ich ja schon mal froh drüber. 12,5 Kilometer liegen hinter mir. Ungefähr nochmal die gleiche Anzahl liegt vor mir heute bis zu meinem heutigen Ziel. So, ich habe wieder Teerstraße erreicht und befinde mich hier in einem Weinanbaugebiet, griechischer Wein, und bin auch gleich in Pola Nera, sagt mir zumindest mein Navi. Pfirsichanbau hier. Wir haben jetzt 11.20 Uhr. Hinter mir liegen 17 Kilometer und wir haben noch ungefähr 11 Kilometer bis zu meinem heutigen Ziel. Ein Blick auf einen orthodoxen Friedhof. Ich rolle auf dieser wenig befahrenen, gut ausgebauten Teerstraße dahin. Zu meiner Linken Pfirsichplantagen. Zu meiner Rechten Kirschplantagen. Ich habe aber auch schon Kiwis gesehen, Weinberge sowieso. Und ich laufe entlang der Berge und habe noch ungefähr 7 Kilometer vor mir bis zu meinem heutigen Ziel. Es zieht sich ein bisschen zu und da bin ich ganz froh, dass ich es nicht mehr allzu weit habe. Vielleicht ist es ja da hinten das schon mein Ziel für heute. Wie gesagt, noch so ungefähr 6 Kilometer bis zu meinem Ziel heute. Fast wie in Rheinhessen oder im Rheingau. Das erste Mal, dass ich hier so aufgerebte Zeilen sehe in Griechenland. Noch ungefähr 3 Kilometer
trennen mich von meinem Ziel. Und wenn ich Pech habe, muss ich da hoch. Also in der Tat, mein Ziel ist da oben. Eben hat ein Geländewagen angehalten und mich gefragt, ob sie mich mitnehmen sollen. Ist einfach lieb, was man manchmal so hier erlebt. Ich habe natürlich gesagt, nein, ich laufe das mit eigener Kraft. Aber ich habe mich ganz herzlich bedankt. So, und da muss ich hoch. Sind zwar nur noch gut 2 Kilometer, aber die haben es in sich. Ein Blick zurück in die Ebene, wo ich heute hergekommen bin. Da muss ich jetzt noch hoch und dann bin ich in dem Ort, wo mein Ziel für heute ist. Und ein Blick voraus, was jetzt hier noch ansteht, bevor ich oben bin. Um 14.20 Uhr erreiche ich nach 25 Kilometern Nausa. Ich bin jetzt oben und muss noch mein Quartier finden. Dann habe ich es geschafft für heute. Und das ist mein Quartier für heute. Die Pension Philistor Nausa. Nach 26 Kilometern bin ich hier um 14.40 Uhr angekommen. Die letzten 2 Kilometer waren nochmal ziemlich heftig, hier steil hoch in den Ort rein, ansonsten ging es einigermaßen. Das ist ein ganz süßes Hexenhäuschen hier von innen, über 3 Stockwerke und oben habe ich ein tolles Zimmer. So, und hier geht es dann weiter. Nach oben in diesem Hexenhaus. Da ist mein Zimmer. Macht aber einen sehr netten Eindruck. Und das ist das Bad. Da kann man auch in keiner Weise meckern. Super.